Brot ist eins der ältesten Lebensmittel, was wir kennen. Seit 333 Jahren produzieren wir jetzt Brot in Deutschland auch als Weltkulturerbe anerkannt. Es ist eben ein Grundnahrungsmittel mit einer sehr breiten Spannbreite der Ernährung, weil es eben auch gut kombinierbar ist. Wir produzieren als Marktführer in Deutschland Brot und Backwaren in sämtlichen Formen. Und für uns ist eben neben der Produktion auch Frische ein ganz wesentlicher Teil, weil ein wesentlicher Qualitätsfaktor unserer Produkte ist die Frische. Und somit sind wir eben auch ein Unternehmen, was liefert und tagtäglich unsere Kunden mit einem sehr hohen Servicegrad beliefert. Gerade auch beim Nachhaltigkeitsziel der Gesundheit und des Wohlbefinden haben wir eigene Programme für unsere Mitarbeiter. Wir haben bei Harry sehr viele, sehr langjährige Mitarbeiter im Unternehmen, die mit dem Harry-Wir-Gefühl groß geworden sind und schon über Generationen auch bei Harry arbeiten. Also deren Kinder sind heute Harry-Mitarbeiter. Und das ist uns sehr wichtig, weil damit schaffen wir eine Kultur, die sehr langfristig orientiert ist. Und wir stellen dafür auch die Möglichkeiten zur Verfügung, über Trainings- und Schulungsprogramme Mitarbeiter weiterzubilden und die Harry-Kultur, den Harry-Geist auch in die Zukunft und in die nächsten Generationen zu tragen. CO2-Einsparungen spielen für uns in der Beschaffung eine ganz wesentliche Rolle. So beziehen wir unseren Hauptrohstoff, also Mehle und Schrote, aus Weizen, Roggen oder Dinkel, nur von Mühlen, die in der näheren Umgebung um unsere Werke herum angeordnet sind. Im Durchschnitt legt das Mehl von den Mühlen zu unseren Werken weniger als 100 Kilometer zurück. Unsere Konsumenten erwarten von uns heute nicht nur frische Backwaren, sondern die erwarten von uns, dass wir uns mit den Zusatzstoffen unterhalten, mit Inhaltsstoffen unterhalten, mit den Transportwegen unterhalten und nicht nur, dass das Brot satt macht, sondern wo das Brot herkommt und vor allen Dingen, wo die Rohstoffe herkommen. So, Thema Regionalität ist nicht nur, dass wir die Produkte regional herstellen, sondern dass wir auch regional vertreiben. Und insofern sind unsere Vertriebsstellen so ausgerichtet, dass wir unsere Kunden in sehr kurzer Entfernung und mit kurzen Strecken erreichen können und unsere Mitarbeiter, die dann täglich den Lebensmitteleinzelhandel beliefern, widerspiegeln auch Regionalität, denn unser Mitarbeiter ist auch der Kunde für den Lebensmitteleinzelhändler. Wir als Familienunternehmen denken immer nachhaltig, weil wir eben nicht in kurzen Zeiten kalkulieren, sondern langfristig. Unsere Investitionsentscheidungen sind immer gemessen an dem langfristigen Erfolg. Und insofern spielt Nachhaltigkeit schon seit Generationen für unser Unternehmen eine große Rolle. Wir haben vor 2 Jahren bei Harry die erste große Photovoltaikanlage installiert. Auf einer brandneuen Vertriebsstelle, die wir im Ruhrgebiet installiert haben. Und wir bauen gerade ein ganz großes neues Verteilzentrum an unserem Standort in Soltau, wo wir auf einer 22.500 Quadratmeter großen Logistikhalle eine entsprechend große Photovoltaikanlage installieren werden. Das hilft uns natürlich in der eigenen Stromversorgung. Wir achten aber darauf, dass wir gerade die Photovoltaik im Bereich Logistik einsetzen, weil im Bereich einer Produktion, Bäckerei, das nicht vorteilhaft ist. Da werden wir andere Modelle einsetzen, aber auf Logistikflächen ist es für uns eine hervorragende Möglichkeit, uns in Zukunft stärker im Strombereich unabhängig zu machen.
Wir haben eine Riesenverantwortung auch als Lebensmittelhersteller. Das heißt, wir wollen nicht nur Ware vertreiben, wir wollen auch nicht nur Ware verkaufen. Wir sind auch für die Versorgung der Bevölkerung auch verantwortlich. Das ist ein Riesenpunkt. Und damit müssen wir mit unseren Ressourcen auch sehr fair umgehen. Das heißt, dass wir mit unseren Rohstoffen sehr gut umgehen, dass wir keine Verschwendung haben in der Produktion, dass wir versuchen, den Weg vom Backofen bis zum Regal so optimal wie möglich zu gestalten und dass wir auf der anderen Seite auch so unsere Ware disponieren, dass wir ja keine Wegschmeißartikel haben. Dafür ist das Lebensmittel einfach viel zu kostbar. Mehreren Produktionsstandorten, wie beispielsweise in Hannover oder auch in Wiedemar bei Leipzig, arbeiten wir mit den lokalen Universitäten zusammen, um immer wieder Möglichkeiten in der Produktion, was Effizienzen angeht, was Ernährungsprojekte angeht, zu überprüfen. Die weltweite Studentenorganisation Enactus ist auch in Deutschland vertreten und wir sind dort als Partner mit vielen Projekten auch vertraut, die die verschiedenen Universitäten für genau die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN umsetzen. Und so sind wir dort nicht nur als Sponsor tätig, sondern auch in engem Austausch mit vielen jungen Studierenden, um die bei ihren Bemühungen dieser Nachhaltigkeitsziele auch zu unterstützen. Brot ist ein Grundnahrungsmittel, was immer mit nachwachsenden Rohstoffen produziert werden kann. Und damit glauben wir auch, dass es eben langfristig einen nachhaltigen Beitrag zur Ernährung bieten kann.